Hallo und willkommen zurück hier bei Castle Story. Ja, letzte Nacht war nicht besonders toll. Jetzt, wir haben einen verloren. Ich habe außersehentlich einen Bauer vergessen nachzubauen. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie da damit auskommen. Und das Ganze trotzdem irgendwie überleben. Bilbo schicken wir mal hier hoch. Der wird unsere Südflanke verteidigen. Von hier oben. Und ich werde mich hier wirklich nur auf mein Haupthaus konzentrieren. So, und jetzt schicken wir mal unsere anderen hier zurück. Es könnte nur sein, dass ich ihn hier unten ein bisschen verteidigen muss oder ihm helfen muss. Wie sieht's aus? Läuft die gar? Okay, da unten sind schon schön Angriffe. Es gefällt mir. Also die Mauer hier unten hat sich bisher echt bewährt eigentlich. Und jetzt müssten eigentlich von hier oben dann auch die nächsten kommen. Okay, die suchen noch einen Weg rein. Klappt gut. Okay, der will hier rein. Na. Okay, hat noch geklappt. Und hier unten brauchen wir wohl ein bisschen Hilfe. Weil der zerstört uns unser... Okay, und dann noch hier drüben. Aua, spinnt ja wohl. Okay, die Runde hat richtig gut geklappt. Ich bin begeistert. Und ich glaube, es reicht sogar, um einen zusätzlichen Arbeiter aufbauen zu lassen. Jawohl! Du wirst gleich mal zum Kehren eingeteilt. Juju! So, hier einen hin. Und da kommt schon der nächste Anruf. Ach, Mist. Thank you.
So, hallo, Entschuldigung, war ein bisschen eine ruhigere Folge, einfach aus dem Grund, ja, manchmal kommen halt eben Anrufe dann ein bisschen rein. So, und ich habe hier das Problem, ich komme an den kleinen Gelben hier nicht ran. Ich hoffe, dass es jetzt in der Angriffsphase irgendwie klappen wird, wenn wir jetzt eh gleich wieder überfallen werden. So, schicken wir, ja, jetzt geht. So. Wie sehen meine Mauern aus?
da oben sieht gut aus. Ich hätte eigentlich noch einen hochschicken sollen. Aber ich glaube, ich lasse es so, wie sie jetzt sind hier. Das glaube ich ganz gut. Der macht es gut hier. Wo will denn der da oben hin? Okay. Der greift auch an. Na? Oh, denen haben wir ein richtig schönes Labyrinth gegeben. Oh, aua, das sind viele. Oh, ich hoffe, die überleben das, meine ich. Kämpfer. Okay, da schicke ich, glaube ich, lieber den hier rüber. Ist einer gestorben? Nee, eigentlich nicht. Dankeschön. So, da eine darf... Ne, wir haben noch drei Stück. Aua! Oh, das hätten wir auch das Knick brechen können. Einer springt noch irgendwo rum. Okay, hier, den lassen wir schon aufräumen. Wo sind meine Arbeiter? Sind jetzt alle meine Arbeiter gestorben? Nee. Mach keinen Scheiß. Ach. Ich hab gedacht, jetzt werden sie alle kaputt. Aber die sind Gott sei Dank geflüchtet. So, und wir müssen hier unser... Oh, da hat er sich richtig schön durchgekämpft. So, hier müssen wir unsere Mauern ein bisschen aufbauen. Das Konzept hat eigentlich recht gut geklappt. Hier oben mit unserer Mehrfachtür. Was sind denn das für Violette, die wir jetzt hier als neue Teile drin haben. So, das benutzen sie hier als Kletterburg, müssen dann allerdings auf die falsche Seite rüber. Was mir echt Zeit gibt und wo ich eigentlich echt nicht schlecht finde. Dann schauen wir noch die Schäden hier drüben an. Okay, da haben sie sich hier wieder durchgehauen. Deswegen probieren wir da auch wieder zuzumachen. Und dann noch der Blick hier rüber an die andere Seite. Ja, sieht gut aus. So, die beiden machen ihren Job nicht schlecht. Aber ich würde sagen, ich brauche unbedingt noch einen weiteren Arbeiter. Und ich wollte noch einen zusätzlichen, ja, wie heißt's? Hier mit Pfeil und Bogen. Einmal. Und hier hinten. Ach, die Tür ist schon da. Okay. Also dieses einzelne Teil hier können wir echt gut eigentlich verteidigen. Jetzt gucken wir mal hier, wie es hier aussieht. Okay, der baut hier schön. Nee, einen Bogen kriegt man noch nicht. So, das sind auch... Schade, dass es keine Möglichkeit irgendwie gibt, die unsere Burg irgendwie direkt zum Reparieren, dass ich sage, hey, bitte bau mal das Ganze hier ein bisschen aus, wo hier noch so ein bisschen kaputt ist. So, wie sieht es mit meinem Aufräumtipp aus? Da oben gibt es auch noch ein bisschen was.
Ach, der geht bis nach Usbekistan. Wie ist der darüber gekommen? Ach, der hat den Maul aufgemacht, genauso wie wir es gesagt haben. Und dann da wieder runter. Ist ja auch klasse. Gut, wenn der schon so weit laufen muss, dann können wir ihn jetzt eigentlich ja auch beim Hausbau einsetzen. Weil unser guter Juju, der soll auch mal ein bisschen was tun. So, die kümmern sich gemeinsam. Beim Zerstören sind sie immer ganz schnell. Aber wenn es ums Aufbauen geht, da haben sie echt so ihre Probleme. Ich brauche hier noch ein bisschen mehr. Ich sollte vielleicht auch mal speichern, ganz kurz. Save Game. New Save, Save. Aber irgendwie die Mauer da hinten, die kommt echt nicht zu Potte. So, wie sieht es da drüben aus? Das wird irgendwie auch nichts. Also, ob die Mauer hier auf der Seite irgendwann mal jemals fertig wird. Das steht, glaube ich, auch in Stein. In Stern. Gut. Na toll, zwei Leute. Na. Oh. Hier, ein Albtraining-Team. Und wo läuft er jetzt hin? Für sowas haben sie echt immer Zeit. So, ich bräuchte noch den zusätzlichen Bogentypen, damit wir die Runde 9 jetzt auch gleich ein bisschen schaffen können hier. Wir machen schön den Ameisengang, ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn sie nicht immer dann so warten würden. Okay, mal blöd, Entschuldigung. Na toll, und jetzt ist er eingesperrt. Ah. So, kann man gleich wieder abreißen. Also sind doch noch ein paar ganz kleine Bugs mit drin. Louis, komm schon. Bin ich gespannt, was er jetzt macht. Ah, das kann er hinbauen. So, den setzen wir hier hin. Und dann können sie hier eigentlich die Wand auch weiter bauen. Sekunden noch. Jawohl, noch ein Axti. Bogen. Und den setzen wir hier direkt aufs Eck. Dann ist zwar meine Nordflanke ist immer noch ein bisschen arg ungeschützt. Ich sollte ihn eigentlich wirklich da oben hinsetzen. Setzen wir ihn da oben hin, komm. Elf Sekunden und alle bitte zurück.
Läuft. Ja. Ah, was ist mit dir? Oh, das sind arg viele. Das sind verdammt arg viele. Oh, okay. Na, aber er hat einen verdammt guten Job gemacht. So, durch die Tür sind sie schon durch. Das ist die erste. Aber da drüben kämpfen sie echt wie vermessen. Irgendwo ist hier noch ein Angriff. Ma, Buba. Du bist so eine Pfeife. Okay, die Runde haben wir überlebt und ich würde sagen, wir bauen unser Hauptgebäude weiter aus. Also, so, einmal hier, du gehst in den, du baust hier, wo ist Mine? Ne, du räumst hier auf, der hier kommt in die Mine und dann müsste eigentlich noch einer übrig sein. Oder auch nicht. So, ja, das war die nächste Runde und gleich kommt die Runde 10. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, tut mir leid für den Anruf zwischendurch, aber ja, morgen rede ich dann weiter. Bis dann, ciao, ciao.